Zauber mitten in der Nacht. Aber vielleicht nicht mehr, kannst du auch nichts sehen, was das für einer ist, oder? Nein, das sehe ich nicht. Mit dem Fernglas, das ist so ein bisschen nachtempfindlich. Der Schall, ja. Du siehst aber auch keinen Luftscheinwerfer oder so. Nee, brauchen sie doch gar nicht. Sehr tief, ne? Ja. Ich guck mal, der Leiten wieder. Ja, irgendwas wieder hier Action mitten in der Nacht. Da fliegt ein Hubschrauber. Und macht hier so Kreisflüge, so rundrum, so Schlackenberg, Barming-Holten und hier Fußballplatz, Wehofen und bis Richtung Dinslaken rein. Also ich weiß es nicht, was da los ist. Niki schaut mal, ob er da irgendwo was im Internet zu lesen findet. Obwohl so brandaktuell dürfte da noch nicht viel oder wenn auch gar nichts stehen, außer Fragen. Ne? Von wegen, ja, da fliegt ein Hubschrauber, was macht der da und warum? Ne? Aber eine Erklärung wird man wahrscheinlich morgen erst bekommen. Ja, er dreht schon wieder. Ja, da ist da irgendwo Dinslaken so zwischen den Schlackenbergen. Da ist ja der neue Schlackenberg und der alte. Ja. Jetzt kreist er da oben. Ich zeige euch mal wieder. Ja, der steht fast. Auf Lightning Map kann man nichts erkennen. Achso, du. Ne, du meinst bei. Ja, Flugradar. So. Flugradar, ja. Ja. Ja.
sind doch keine Polizei, dass irgendwie Polizeifahrzeuge fahren. Nö, nee, eigentlich nicht. Da müsste man eigentlich. Der fliegt ja ganz schön lange hier durch. Ja. Ja, wo ich auf Schritte war. Du siehst auf der Ferne oder so. Was fliege ich? Er sehe ich? Blaulicht. Dass du da hinten Blaulicht siehst. Oder halt eben eine hilflose Person oder irgendwie sowas. So, keine Ahnung, was da los ist. Müssen wir mal abwarten. Wir haben ja hier unsere Nachrichten aus dem Duisburger Raum. Und ja, dann schauen wir mal. Dann sagen wir Bescheid, was das war jetzt. Ne? Vielleicht vermissen wir da nur eine Person irgendwie schützen gegangen. Ne? Aus dem Krankenhaus oder so. Habe ich schon selber schon einige Male ja die Person zur Polizeiwache gebracht. Beziehungsweise ja, gemeldet. Ja, entweder lief da einer mit einem Schlauchanzug rum. Ja, oder eine Dame. Ja, ich glaube, eine türkische Dame war das. Ist dann aus dem Pflegeheim laufen gegangen. Ja, Demenz. Ja, dann nennt man ja auch die Laufkrankheit oder ja, Rennkrankheit. Ja, dass die Leute immer gerne weglaufen und irgendwo wieder nach Hause wollen. Ja, das sind so die alten Erinnerungen, die die Personen dann immer haben. Und ja, ist mir sofort aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Habe ich schnell ja zur Polizeiwache gebracht und haben sich auch dann hinterher die Familie megamäßig bedankt und so. Ne? Ich sag, ich bin Mensch, ich handle da einfach nur als Mensch. Ne? Warum soll ich denn irgendeine Person, wo ich erkennen kann, der geht's nicht so gut? Ja, oder da stimmt irgendwas nicht. Ja, ich habe auch sofort gemerkt beim Ansprechen, dass sie ein bisschen verwirrt war. Und dann habe ich sie einfach im Auto hinten reingesetzt, angeschnallt und ja, halt in der Polizeiwache gefahren. Eine andere Person hatte ich dann der lief dann mit Schlafanzug rum und hatte hier noch die im Arm die Kanülen und so. Ich sage, und das ist auch nicht so richtig. Ja, und hinterher haben wir dann doch festgestellt, ganz schön, der hat versucht, das war noch so ein Opel, ne? Also so ein Opel-Polizeifahrzeug und hat versucht, hinten an dem Opel-Schild das Runde ja zu drücken, als wenn dann da die Bustür aufgehen könnte. Und er wollte nach Russland oder was wollte das, glaube ich, damals. Ich sag, nehmen Sie ihn mit oder rufen Sie gleich Krankenwagen an. Der muss ja nicht auch aus dem Krankenhaus, der kam auch aus dem ganz nahe gelegenen Krankenhaus. Ja, aber er hätte ja auch über die Straße rennen können. Ja, aber wenn ihr sowas seht, greift ruhig ein. Ja, man kann besser ein kräftig geschimpftes Nein, lass mich in Ruhe hören. Vielleicht ist er einfach nur betrunken, aber fragt besser nach, auch wenn die betrunken sind. Ne? Man kann das nicht unterscheiden. Ja, genauso wie in der Bank, der macht's. Ne? Der hat auch Geld gezogen wohl oder wollte Geld ziehen. Ja, und liegt dann da mit Herzinfarkt oder ganz schlimm Lache am Boden. Und die nächsten Kunden steigen einfach über ihn drüber, als wenn das ein, ja, einer, der besoffen ist und Leute
wirft da seinen Rausch aus oder so. Ne? Immer anfragen, immer anstopsen, ja, wartet drauf, vielleicht bis da noch eine zweite Person ist, dann seid ihr auch ein bisschen sicherer. Ja, aber immer ansprechen. Auch wenn er hinterher nach Alkohol riecht. Ja, es kann ja auch was anderes sein, ne? Krankheit, Demenz, Herz, ja, Schlaganfall, weiß der Deibel, was nicht alles. Ja, also bitte, ja, immer gucken. Ja, wir hatten ja auch mal hier eine Siedlung, ja, so einen ganz komischen Brandgeruch. Ja, so eine Mischung zwischen alten Pantoffeln, ja, von der Oma, so Pantoffel oder so, ja. Ja, und wir wussten aber nicht, wo der Geruch herkam. Ja, kein Kamin war am Qualm, ja, dass dann einer vielleicht sowas hätte verbrennen können. Ja, wir haben dann die Feuerwehr gerufen, die hat alles hier, die ganzen Gärten hier begutachtet. Ja, sagte, wir riechen das auch, aber wir wissen nicht, wo es herkommt. Ja, also ja, ruhig immer, auch wenn es umsonst ist. Es kann ja mal was dahinter stecken. Ne? Ja, okay, wenn jetzt da so ein Hubschrauber fliegt, da können wir nichts machen. Ne? Ja, ist einfach nur, ja, was ist schon wieder hier so los? Ne? Wir hatten das schon mal gehabt, oder? Ist hier einer mit, wie war das nochmal? Der hatte gar keine Gummibereifung mehr drauf gehabt. Der ist mit der Felgen ist der hier irgendwie durch die Straßen gefahren, du lieber Himmel. Ja, und dann mit 5, 6 Mannschaftswagen und Polizeiwagen hinterher und Heidewitzka, ne? Auch schon passiert, ne? Ja, ist alles lustig, ne? Ja. Also, wie gesagt, kann, muss aber nicht, ne? Ja. So, ich bin dann jetzt erstmal raus, ich melde mich dann gleich wieder mit meinem normalen Tagesprogramm und dann gucke ich mal, ich glaube, ich mache dann den Auflauf. Aber ich versuche mal ohne Kartoffeln, ne? Kartoffeln. Oder weiche, weich kochende Kartoffeln. Ne? Die könnte ich eventuell. Ja, ich bin ja drauf. Ich gehe jetzt ins Bett. Tschüss, Leute. Macht ihr gut. Bis nachher. Tja. Moin, Leute. Oder guten Tag. So. Eben mal nach Post gucken. Ja, ich hatte vorhin schon Post gehabt. Aber Post kommt ja mehrmals am Tag. Sind ja immer mehrere Post verteilt. Ne, da, oder? Da ist was. Da bewegt sich was. Was Gelbes. Okay. Schauen wir mal. Gleich ist mein Kamm. Ich habe jetzt gerade noch eine ganze Zeit lang am Computer gesessen, ein paar schöne Kommentare beantwortet. Oder auch traurige Kommentare. Solange ich kann und solange ich jetzt schaffe, bin ich auch für euch da. Also auch traurige Kommentare. Nee, der fährt vorbei. Ja, das ist mit so einem Elektrofahrrad. Ja, dann spanne ich euch jetzt mal ein im Stativ. Ja, heute Nacht war ja der Hubschrauber hier unterwegs. Dann wären wir mal ganz nervös. Ja, wir hatten ja, habe ich ja euch erzählt, ne? Ja, hier mal nachts ohne Gummibereifung vor der hier euch geist. Der muss da wohl irgendwo gegengeklatscht sein, Bordsteinkante, Rams, das hier alles. Ja, aber also so schlimm wie ein Panzer die Straßenschäden verursachen kann, hat der jetzt nicht so, ne? Ja, aber das ist mit der blanken Felgen ist dann hier über der Straße. Ja, das hat gescheppert, hör mal, das kann ich dir wohl mal sagen. Du. So. Ja, ich werde jetzt mal mich jetzt ein bisschen wieder nochmal auf Weinherstellung einschießen. Ich habe ja hier 3 Flaschen abgefüllt und das werde ich jetzt gleich wieder fortsetzen. Ich muss vorher hier den Ballon, diesen Gärballon, werde ich jetzt erstmal waschen müssen. Ja, die Hefe, die setzt sich da immer am Boden ab und die muss ich erstmal gut rauskriegen. Ja, was?
Ach so, Mikroskop. Ja, schuldige Gänse. Mache ich sofort. Hast du recht. Bin ja immer vergesslich, was das betrifft. Ist auch nicht böse gemeint. Es sei denn, ihr seid böse mit mir. Wer böse mit mir ist, dem muss ich dann auch böse entgegentreten. Ja, manche Kommentare sind ja ein bisschen unter der Gürtellinie. Nochmal Jetzt neu aber. starten. Ja, manche Kommentare sind so ein bisschen unter der Gürtellinie, finde ich nicht so gut. Ist auch nicht für die Produktion oder für das Umwandeln von mir gedacht. Ich werde mich nicht ändern. Ich werde genauso bleiben, wie ich bin. So, muss ich hier gucken. Das muss ich erstmal spülen. Ich stelle euch da mal eben zum Spülen. Könnt ihr mir mithelfen? Ihr könnt dann abtrocknen, ne? So. Das muss immer sehr sauber sein. Immer sehr reinlich. Ja, weil wenn da irgendwelche fremden, bösen Keime drin sind, die verursachen halt Schimmel. Und du möchtest halt keinen schimmeligen Wein haben. So ganz Mittelalter sind wir nicht. Ich habe auch gestern mir nochmal einen Film angeschaut. Und zwar Mittelalter so, das war ein TV-Bericht gewesen über verschiedene Ortschaften wie Köln. Köln und. Ich habe jetzt einen Film auf Lager, beziehungsweise hatte ich mir weggespeichert für später gucken. Ja, wie erkläre ich das? Auch über Mittelalter. Und dann, nee, auf jeden Fall der Film von gestern, da war die verschiedenen Lebensmittel. Ja, es gab ja verschiedene. Ja, die armen Leute haben halt nur so einen Milchbrei bekommen mit Haferflocken oder mit Kornkörner, Emmer oder Einkorn oder irgendwie sowas als Brei angerührt. Und die reich waren, ja, die konnten sich darin ein Stück Fleisch, also jetzt nicht in den Brei, sondern extra, ja, mit Gemüse und so. Und da wurde auch über Dingens, Garum, mit M am Ende, ne? Und mit G am Anfang, wurde darüber geredet und wie bestialisch das gestunken haben muss, ne? Ja, man muss sich das so vorstellen, ja, es waren Holzfässer, ganz hohe Holzfässer, ja, die wurden mit Fischabfälle gefüllt, Wasser drauf ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da noch was anderes Großartiges dran kam. So, und das wurde dann mehr wie 2 Jahre lang, wurde das dann gelagert, gestellt, ja, in der prallen Sonne, ich glaube sogar mit offenen Deckel. Ja, das war ein Gammeln, ein Stinken, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, aber damit haben früher die Römer ihre Speisen, ja, gewürzt. Ja, es fehlte ja an Gewürz. Du wolltest ja auch mal was. Ja, also mir passiert das zum Beispiel immer, wenn ich im Urlaub bin. Man meint immer, ja, sag mal Türkei jetzt, ne? Türkei, boah, scharfes Essen, boah, Peperoni. Nee, ist gar nicht wahr, Leute. Ja, genauso wie mit Kümmel. Kümmel finde ich so ganz selten. Ja, okay, das wird ja meistens als Pulverform in Türkei benutzt. Ja, ich benutze hier zum Beispiel einmal das ganze Korn und auch schon mal Pulver, habe ich alles da stehen in meinem Gewürzregal. Ja, dann wird immer die Meinung so vertreten, ne, von wegen, ah, oh, da ist dann alles scharf und so. Nee, ist überhaupt nicht scharf. Und dann, so nach 2 Wochen, ja, manchmal haben wir 3 Wochen gebucht, so nach 2 Wochen, ja, da kommt das bei mir im Kopf, also schon nach einer Woche ist das ja so, boah, jetzt eine Currywurst mit Currypulver obendrauf, ne? Ja. Das ist das, ne? Allein die Pommes, die werden ja schon in Türkei falsch produziert. Ja, da streut man das Salz in das Frittierfett.
Das geht nicht. Ja, das nützt überhaupt nichts. Erstmal A, wäscht das ab. Zweitens löst sich das in Fett gar nicht auf. Der Kristallkorn, der bleibt unten genauso, wie du ihn reingeschmissen hast. Du musst Salz immer auf Pommes hinterher drauf machen. Ja, ich kenne mich ja, ne? Ich bin ja so ein Pommes-Fachman. Also, ich kann euch gerade sagen, wir haben jetzt 15:15 Uhr. Könnte das da auch? Ja, stimmt. Ja, da hinten die Uhr, die tickt auch richtig. Und nee, andersrum. 23 Grad haben wir. Oh, das ist aber schön. 23 Grad ist schön. Alexa, was für einen Tag haben wir heute? Heute ist Dienstag, 8. Oktober. Dienstag, 8. Oktober. Nur damit ihr schon mal so im Bilde seid. Ja, ich sage, ich bin ja immer so mit den Filmen zeitversetzt. Rein aus Sicherheit, falls es mir mal, ja, ein, zwei, drei Tage mal nicht gut geht, habt ihr immer ein Video täglich. Ja, also ihr habt täglich immer ein Video, und wenn euch das gefällt, macht einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, Abo. Ja, das kostet alles nichts bei uns, ist alles gratis. Und ja, man kann da ja viel Spaß bei uns finden und haben. So, ich stelle schon mal hier alles hin, was ich brauche. Das ist Zucker, verschiedene Säfte habe ich hier. Ich habe Wein als Saft, Weintraube. Das sind jetzt alles Litergebinde. So, ich werde auf jeden Fall zwei Pötte Honig brauchen, und dann brauche ich noch einen sauberen Kochpott. Warum? Weil brutto, ja, ich sag, habe ich ja gestern auch schon gesagt in den Filmen, das Problem ist, du stellst dir irgendwas vor, du möchtest irgendwas machen, und genau ein einziges Teil fehlt immer. Ja, ich wollte gestern Mettbrötchen machen, was musste ich tun? Ja, ich musste mir grobe Bratwurst kaufen und daraus Mettwürstchen machen. Ja, verstehst du? Da war Mett schon wieder zu Ende, ne? Ich habe auch kein reines Gehacktes bekommen, wo ich ja hätte draus machen können, ja, weder Rind rein oder halt vom Schwein reines Mett oder Gehacktes. Ja, das kann man sich ja umändern. Ja, Mettbrötchen oder das Mett auf dem Mettbrötchen ist ja nichts anderes wie Gehacktes. Ja, nur halt eben von der Fettmenge. Ja, da muss man, das muss immer beachtet sein. Da steht meistens auch drauf, 70% Fleisch, 30% Fett. Ja, beim Mett ist das natürlich, beim fertigen Mett ist es so, da ist manchmal Zwiebelgranulat, Gewürze, Kräuter sind da so drin. Ja, damit es auch gleich schon sofort richtig schmeckt. Nein, aber ich mische mir das ja selbst an. Ich mache da einfach einen Schuss Öl dran, damit es geschmeidiger wird. Und meine Kräutermischung mache ich da dran, Petersilie, Schnittlauch. Ja, ich hätte jetzt aber leider kein Zwiebelgranulat mehr. Ich muss das unbedingt mal wieder besorgen. Aber jetzt brauche ich hier Wasser, weil, wie ich jetzt gerade angefangen habe zu erzählen, brutto hat nicht immer alles. Ja, und in dem Fall habe ich jetzt hier festen Honig. Ja, also den cremigen. Und ich habe nicht keinen fließenden Honig. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den, ja, weich bekomme. Ja, das besteht dann hauptsächlich aus Zuckerkristalle. Und den muss ich jetzt erstmal weich bekommen hier. So, kann ich das da vielleicht. Alles klebt am Deckel. Ja, hier. Na, guck. Siehst du das? Das klebt am Deckel und das fließt nicht. Ne? Das, ich meine, ich mein, das schmeckt genauso wie wie flüssigen. Ja, ich liebe Honig, ne? Und glaubt mir, Leute, Honig ist auch sehr gesund. Nur eben halt nicht fließend.
Weil so könnte ich den gleich in der Flasche reinlaufen lassen und dann ist es gut. So, mal schauen, ob ich das noch daneben gestellt bekomme. Dann kann es schon mal so ein bisschen weicher werden. So, die Trockenmilch, die kann dahin. Das ist alle. Da gehe ich auch nicht mehr dran. Öl, Essig, Dressing habe ich sogar noch hier. Ach ja, so, mein Trichter können. Ich muss ja meinen Trichter haben. So, ihr Süßen, ihr sitzt jetzt wieder da unten schön. Ach du lieber Gott, der Trichter ist ganz unten. Unterstes geht nicht mehr. Ja, ist normalerweise Küken hier seine Aufgabe. Ja, hier bei uns hat jeder seinen Job, ne? Also nicht verwechseln oder so, weil es kam da so eine dumme Bemerkung. So, aber warum soll ich euch zeigen, wie man Wäsche wäscht, ne? Kennt ihr doch alle, ja, oder? So, ja, hier muss ich, wie gesagt, gucken. Da muss langsam weich und warm werden. So, daher komme ich an meinen Trichter dran. Ja, den brauche ich, sonst bringt mir das nichts. Dich kann ich hier gleich schon mal aufhängen. Das stelle ich schon mal in den Ballon. Ja, ich habe immer Gärballons gerne. Ja, ich hätte mal einmal, da hatte ich Saumassel gehabt. Ja, so ein Gärballon hat ja meistens so einen Korb drunter. Aber was nützt dir der Korb, wenn der Gärballon platzt? Jetzt nicht von Überdruck, sondern weil er einfach viel zu dünnwandig war. Es war so, ja, an manchen Stellen hatte ich, ja, ich glaube, Millimeter, anderthalb Millimeter Glas nur gehabt. Das war wie so eine Christbaumkugel, so ein dünnes Glasbald an verschiedenen Stellen. Das hatte ich denen aber auch dann zugeschickt, ja, und da hatte ich Gott sei Dank, ja, bei so einem 40 Liter, muss man sich mal vorstellen. Ja, das sind vier große Eimer Wasser, also die Putzeimer, ne, mit Wasser gefüllt. 40 Liter, oder dran, oder vielleicht sogar mehr, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatte ich, bam, Flasche geplatzt. Der Druck ist es nicht schuld gewesen, sondern einfach nur, ja, wenn man das so ein bisschen schon allein bewegt, dass sie schön gerade steht, ja, dann, ja, ich habe immer alles schön gerade stehen, ja, bam, kaputt. Und Gott sei Dank war der Korb nicht wasserdurch, also flüssigkeitsdurchlässig. Ja, also hat sich das hier in dem Korb drin gefangen und ich hatte auch nicht ganz voll gehabt. Soll man ja auch nicht so machen. Also es waren so ungefähr 40 Liter, die dann Gott sei Dank in dem geschlossenen Korb sich gefangen haben. Ne? Ja, aber da war ich stinkig. Ne? Also da war ich richtig. Und dann habe ich dann aber auch sofort einen Ersatz bekommen. Ne? Also da habe ich sofort neuen Gärballon bekommen. So, hier muss ich runterdrehen. Das braucht jetzt nicht kochen, das braucht jetzt nur flüssig werden. So, aber ich fange schon mal an. Ich habe hier schwarze Johannisbeer, leider nur 25%. Ich hätte da lieber gern bis zu 100%. Aber 100% Johannisbeer, ja, bei so kleinen Kügelchen, boah, ja, also da kannst du dir ungefähr vorstellen, ja, was das dann schon kosten wird. Dafür habe ich aber hier Traubensaft. Ja, Traubensaft habe ich hier, ja, in 100%. Ne? Steht da, glaube ich, da, wo, ja, da. Ja, da steht es 100%. Und das ist wichtig, ja, für die Weinherstellung, für Met. Wir machen ja, löst sich auf. Schön, ich bin begeistert. So. Dann fange ich schon mal an. Ich kann nämlich hier schon mal die Säfte reinbringen. Nein, das war jetzt kein Milch. Die Katzen kommen immer angedackelt, nur weil dieses Geräusch hier von dem Deckel, ja, wie so eine von einem Milch-Tetrapack sich anhört, ne? So, dann kippe ich schon mal hier 1 Liter rein. Ah, ich rieche unwahrscheinlich gerne
Johannisbeersäfte. Ob das Bonbons sind, ich liebe Johannisbeer. Das ist so ein leckeres Zeug. Ja, das ist bei mir genauso beliebt wie ja, mit, ach, ich könnte ja eigentlich schon mal auch Zucker mit reinmachen, wie Sellerie, ne? Ja, ist das ein komischer Vergleich, aber ich mache jetzt hier mal keinen halben Paket Zucker dran, sondern ja, mal gucken, vielleicht doch ein halbes, weil das hat ja letztes Mal gut geschmeckt. Ja, das ist eigentlich eine Bestellung, ein Auftrag von unserem letzten Aufenthalt bei Elfia. Und ja, es ist kein Werbefilm hier, sondern ich verkaufe das auch nicht. Das ist mehr ein Tausch. Sie stellt da irgendwas her, Knöpfe, glaube ich, meine ich, oder Ketten oder irgendwas Spezielles. Dann wollen wir das nur tauschen. Ja, so eine Hand wäscht die andere. Und finde ich auch ganz gut, sowas. So, jetzt gehe ich hin, habe jetzt hier die 100% Trauben, den 100%igen Traubensaft. Der kommt jetzt auch hier mit dran. So, siehst du. Immer den Trichter ein bisschen anheben, weil früher waren die so am Trichter so Keile. Wenn ich den so im Flaschenhals gesteckt habe, war das dann immer wenigstens ein bisschen Luft. Ja. Konnte ein bisschen Luft ziehen. Ich sehe schon, also hier der Honig, der, das ist schon schön flüssig. Ja, das ist immer das Problem. Ja, dieser feste Honig, ja, der musste erstmal weich bzw. warm gemacht werden. So, jetzt nehme ich ja auch schon gleich den nächsten. Wieder Johannisbeere. Ja, das nützt überhaupt nichts, wenn ich das jetzt hier so, ich kann das, die Reihenfolge ist da komplett egal. Wenn ihr das könnt, wenn ihr das wollt, macht das auch. Nur halt eben wichtig ist, dass ihr da ein Gärröhrchen drauf habt. Ja, weil sonst könnte sich der Behälter, ja, in Wohlgefallen auflösen. Ja, ihr müsst da unten nicht miauen. Ihr habt vorhin gehabt. Also richtig gut habt ihr gehabt. Ja, ihr fresst mir die Haare vom Kopf, Leute. Na komm, ich geb euch saftige Brocken. Mit saftigen Brocken können wir das alles rocken. Aber erstmal mit den Nasen daraus, ne? Nein, du wartest. So. Bitteschön, habt ihr schon wieder was zum Fressen? Ich habe noch nicht gefrühstückt, ja, aber die Katzen schon zum dritten Mal. So. Zucker ist drin. Habe ich auch gleich schon wieder weggeräumt. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich den Honig weich bekomme. Ja, also darunter ist er schon schön weich. So. Ja, das ist jetzt noch im Kern ist es noch fest. Ja, aber diese Gläschen, ja, das sind wunderschöne Gläschen und wenn das immer noch derselbe Kleber ist, wo die Etiketten mit angebracht sind, könnt ihr die wunderbar verwenden für Marmeladen, für Wurst oder ja, ich mache auch mal Wurst. Ich werde demnächst auch mal Sülzwurst. Ja, wenn er gerne Sülze mögt, ja, jetzt nicht Schweinskopf-Sülze, sondern ich mache das auch Bauchfleisch. Ja, so ein, zwei, je nachdem, wie groß das Glas ist, drei Scheiben Bauchfleisch. Ich schneide oben, ja, schneide ich die Schwarte ein, muss drin bleiben in dem Fall, die muss unbedingt drin bleiben. Ja, weil aus der Schwarte entsteht ein Gelee. Ja, und dieses Gelee, ja, ich mache da zwar immer noch ein, zwei Blatt Gelatine extra mit dran, oder zusätzlich, ja, und dieses Gelee sorgt dann dafür, dass es hinterher auch geliert. Cool, ne? Ja. Auf jeden Fall, dann machen wir ein Lorbeerblatt dran. Ja, so ein bisschen Zwiebeln, das ist ein bisschen Zwiebelmajoran mache ich dran. Lorbeerblatt lege ich nur oben drauf, ja, damit das die Aromen sich verteilen. Ja, und dann kann man das hinterher rausschneiden, wie man das kennt.
ja auch so ein Glas Sülze, ne? Oma ihr sein Lieblingssülze oder so ähnlich, ne? Oder Opa seinen weißen oder gibt ja so, ja, das wird immer besser jetzt hier. Dauert aber immer noch ein bisschen viel. Hier ist noch was Festes drin. Ja, das, wie gesagt, das muss erstmal sich auflösen. Hier muss ich jetzt abdecken, weil dann mache ich nämlich eine kurze Pause. Abdecken ist in dem Fall immer sehr wichtig, ja, damit da keine Fliegen dran kommen. Ich will das nicht. Ja, die Obstfliegen, die sind sowas von gemein. Ja, aber ich habe ja Gott sei Dank hier, hatte ich euch schon gezeigt, weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich sie. Ja. Da, die Eugen, das nützt mir jetzt gar nichts, wenn ich da, und da muss ich jetzt zuhalten. Blöd, ne? Ja, das sind diese Straps. An der Decke festmachen oder an der Lampe. War einmal sehr interessant, so überm Esstisch, ne? Erinnert ihr euch noch dran? Ja, die Klebefallen, ja, überm Esstisch, wurden die Straps runtergezogen und dann saßen alle da drumherum, Kinder, Mutter, Vater, Onkel, Oma, Tante, weiß ich nicht, Opa, ja, und dann, ja, klebten die Fliegen da so an dem Strapse, ne? Ja, so war die Zeit früher, da hat man sich auch keinen Kopf gemacht. Da war eine Fliege, war einfach ein lästiger Mitbewohner, Mitesser von mir aus auch, ja, dem musste man Herr werden. Ja, ja hier, das sind jetzt solche Stra Ach, jetzt fällt der Deckel auch noch ab. Was bläht? Oh. Ja, das sind solche Dinger. Ja, das sieht jetzt aus wie so eine Mini-Handgranate. Zack, Ring. Und dann, nein, um Gottes Willen. Und da ist aufgerollt so ein Papierstreifen und der ist mit von oben bis unten mit Honig einbalsamiert. Ja, und ja, der sorgt dafür, dass du halt weniger Fliegen im Raum hast. Und das ist so eigentlich, mein ich, der beste Fliegenfänger, wo gibbet. Ja, da bin ich sehr mit einverstanden. Auch wenn das halt sich da was Schlimmes abspielt, ja, wenn das so über dem Esstisch an der Lampe hängt, ne? Ja, oder du hast Fliegen, mehr Rosinen in deinem Brötchen, ne? Dann, Milchbrötchen halt, ne? Oder du fragst dich, ja, verdorri, wo kommen denn die Rosinen da drin her, ne? Ja. So, guck mal, das wird schon richtig schön weich hier. Das ist gut. Ja, das dauert immer alle so lange. Das ist doof. So. Ich halte das mal auf warm halten. Ja, da brauche ich jetzt nicht kochen, weil wenn das kocht, dann schwappt das nachher über und tralala, ne? Ich bin dann mal erstmal weg.de. Ich mache da eben kurz mal eine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Guten. Der Honig ist jetzt flüssig genug. Beziehungsweise schon mal das eine Glas. Kann ich es anfassen? Ja. So. Bisschen abtropfen lassen. So, und jetzt gießen wir einfach jetzt hier in den Trichter rein. Wie ihr sehen könnt, fließt der jetzt richtig gut. Ich stelle das Glas jetzt hier oben rein, in der großen Hoffnung, dass es nicht umkippt, das Gebilde. Zack. Ja, und gleich, wenn die Gläser, die Honiggläser leer sind, dann werde ich dann die Etiketten abmachen. Ja, wenn die schön abgehen, wie ich jetzt gewohnt bin, dann bin ich richtig happy. So, hier mache ich mal ein bisschen mehr Power. Ja, damit das auch ein bisschen flotter geht. In der Zwischenzeit können wir mal anfangen zu spülen, ne? Ja, spülen ist ja auch nötig, ne? Ja, ich habe hier jede Menge Teller, sonst hätten wir nämlich nachher keine Teller zum Abendessen. Was mache ich heute zum Essen? Ja, muss ich auch mal schauen. Ja, die Batterien sind schon wieder leer von meinem Seifenspender.
So. Ja, das ist halt so hier bei uns. Ist nichts für die Ewigkeit. Ja, ich muss unbedingt noch mal mein Garum muss ich jetzt auch noch gleich abfüllen. Ja, das ist kein Garum, das ist einfach braune Brühe mit ein bisschen, vielleicht noch ein paar andere leckere Sachen, die ich dann damit untermischen kann. Und aber Garum, ne, das ist schon Hammer, ja. Also aus alten gammeligen Fisch haben die leckere Soßen gemacht. Ich meine, okay, ich kann dazu gar nichts sagen, weil Garum selber habe ich noch nie probiert in meinem Leben. Da bin ich auch geteilter Meinung, ja, ob ich dann das so lecker finde, ne? Dann habe ich lieber ein bisschen was von meiner braunen Brühe. Ihr wisst, was ich meine. Also Sojasoße. Ja, obwohl Sojasoße auch ein fermentiertes Produkt ist. Ja, das muss man auch akzeptieren. Und ja, nur eben halt fermentierte Sachen sind auch sehr gesund. Sauerkraut zum Beispiel. Oder saure Böhnchen. Ne? Sauerkraut aus dem Fass ist nun mal gammelig gemachter Weißkohl. Bitte zu beachten. Ja. Viele sagen dann vielleicht anschließend I. Das ist aber kein I. Das ist O. O wie besonders gesund. Ja, Sauerkraut, wisst ihr, erstmal die Verdauung wird natürlich mega gut angeregt. Ja, Sauerkrautsaft. Aber hallo, ne? Ja, da kannst du gut von Flitzen gehen. Ja, und hat was. Das hat was, das ist gut. So, jetzt muss ich hier nur aufpassen, dass der Turm hier nicht gleich zusammenbricht. Ja, ich habe aber auch sämtliche Teller hatte ich jetzt da in Gebrauch gehabt. Ich habe im Schrank nicht einen einzigen Teller mehr. Ich meine, ich habe für, muss ich mal gucken, ob da drüben eigentlich noch welche stehen. Ich habe ja von den Teller so viele. Und ich habe das ja mal eine ganze Zeit lang gesammelt, hier dieses Porzellan von der Firma. Und bin damit auch sehr zufrieden und einverstanden. Und das ist natürlich was Herrliches, ne? Ja, es ist nicht stabiler wie anderes Billigporzellan. Es ist genauso zerbrechlich und empfindlich wie halt eben andere Sorten Porzellane. Ja, aber ich muss ja da nicht immer. Oh. So, das kocht schon über. Aber Etikett ist ab. So. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Eiskalt genießen. Was habe ich denn jetzt hier? Irgendein Bock. Donnerbock. Eines der stärksten Biere der Welt. Ja, das kann man wohl nicht mehr trinken. Ja, mir ging es eigentlich um die Flasche. Ja, hier schau mal, eine schöne Flasche ist das. Da kommt auch nicht mehr so eine braune Brühe rein. Aber das soll Bier sein. Bockbier. Und ist natürlich heftig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent. Muss ich mal gucken, ob ich das noch alles hier. 13% Alkoholvolumen. Ja, Wahnsinn. Ja, ob ich das mal aufkriege hier, hat gemacht. Boah. Nee. Ist nicht meins. Boah, guck mal, die Flasche, die kriege ich ja gar nicht mehr sauber. Siehst du das? Könnt ihr das erkennen? Da oben ist noch klar, da hat kein Bier drin gestanden.
Du lieber Himmel, was ist das für ein Bräu? Ich habe zum Glück hier noch so eine Bürste. Ich hoffe, dass ich das damit sauber kriege. Eieieiei. Was eine Gesülze. Ja, wird schon langsam. Ich mache jetzt da ein bisschen Spüli rein. So. Dann lasse ich das mal so stehen. Und dann nachher mache ich da Essig. Essigessenz mache ich da dran. Eine Freundin fährt heute nach Alanya, oder heute Nacht, oder morgen früh besser gesagt. Warte mal, um 5 Uhr. Ja, dann ist die wohl von Düsseldorf unterwegs. Da geht's für ihr nach Türkei, Urlaub machen in Ziele wieder. Ja, ich habe ihr das mal gesagt. Mach es mal, versuch's mal. Teste Türkei einfach mal aus. Und du wirst sehen, du wirst mit Freuden strahlen wieder zurückkommen. Jetzt hat sie dieses Jahr schon das zweite Mal gebucht. Ja, mit anderen Worten, muss es ihr gut gefallen. Und ja, Türkei ist wirklich, ist eine Reise wert. Ja, und das ist einfach nur einsame Spitze. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch gerne in Türkei. Und so, die Etiketten nehmen. Und das Glas könnte ich jetzt auch einweichen. Jetzt habe ich hier keine Schüssel. Nein, Geister. Ja, Türkei ist also mein Favorit, ne? Ja, jetzt haben wir natürlich andere Interessen und andere Hobbys. Da muss das leider ein bisschen hinten anstehen. Zusätzlich kommt noch hinzu die Inflation in der Türkei. Jetzt kommt das schon wieder mit einem neuen Geldschein. Ich habe eine Inflation, habe ich schon kennengelernt. Das war nicht so gut. Ja, ich habe jetzt noch die, so wie aus dem, damals aus dem, was war das für ein Reich, ne? Ja, die 200 Millionen D-Mark-Scheine, ja. Ja, okay, das waren, ich glaube, 10.000er oder 20.000er habe ich sogar noch, türkische Lira, ne? Ja, wie gesagt, jetzt ist schon wieder so, jetzt kommt der 500-Lira-Schein, habe ich jetzt, glaube ich, gehört. Ist alles ein bisschen teurer und wer jetzt bucht, ja, der zahlt natürlich auch ein bisschen schon wieder mehr. Allein deswegen. So. Der Honig, der wird langsam schön flüssig, so wie es sein soll. Bisschen umrühren. Dann geht er vielleicht schneller. So, jetzt gucke ich schon mal nach, ob ich da hier meine Zusatzsachen habe. Brauche ja Hefe gleich. Da habe ich sie schon. Und Hefenährsalz tue ich auch schon mal gleich ein bisschen rein. Den Rest, der kommt später. Ja, letztendlich kann man ja auch normale Hefe nehmen. Nur dann kann es dann vorkommen, dass der Wein halt, das fertige Produkt halt nicht so ganz so schmeckt oder nicht ganz so den Alkoholgehalt hat, ne? Ja. Gut. Ja, wenn ich das jetzt hier, wenn ich den Honig jetzt drin habe, dann habe ich nochmal 1 Liter Weintraubensaft. So, und dann gucken wir mal, ne? Dann können wir das auch noch mit da, also bis es voll ist, also fast voll. Man sollte darauf achten, dass das nicht bis oben hin ansteht. Ja, es muss immer noch so ein bisschen Luft zwischen sein, weil ja, es dehnt sich auch, ja, es fängt an zu brodeln, ja. Die Hefe, die fängt an zu arbeiten und das bedeutet dann leider, dass da ich, jo, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich mache hier schon mal ein bisschen Hefe in den warmen Honig jetzt mit rein. Weil Hefe muss ja aktiviert werden. Ja, ich mache das immer alles anders, als man zweitens denkt.
Schön ist natürlich, wenn man jetzt so als Tablette man reinschmeißen könnte. Und die Tablette, das wäre so ein Stück, ja, dann hast du den ganzen Boden nicht voll mit Hefe. Das ist ja so ein, wie ein Hefebier. Wenn er so ein helles Hefebier kennt, da ist ja unten auch immer der auf dem Bodengrund. Ja, man geht da hin, man rollt die Flaschen und was nicht alle. Ja, letztendlich ist die Hefe ja nicht gut bekömmlich, ja. Die Hefe selber. So, das sieht gut aus. Kühlen. Ganz leicht warm, das ist schön. Dann kann ich hier auch ein bisschen von der, von dem Hefenährsalz, das braucht die Hefe, und dann wird auch der Alkoholgehalt gleich ein bisschen höher. Jetzt kriege ich das Ding nicht auf. Selbst mit Brille siehst du das gar nicht, hier einen kleinen Schlitzi hier. Ich mache da einfach einen neuen Schnitt, zack. Jetzt aber, komm. Ja. So, das kann ich auch schon mal da so ein bisschen reinstreuen. Ja, das war ja nur noch ein Viertel Tütchen. Das kann ja da komplett rein. Habe ich gemacht. Läuft. Läppt. Ja, und wie gesagt, der Honig ist jetzt weich. Flüssig, schön fließender Honig, schaut mal, ja, so soll er sein. Das ist schön, das ist genau richtig. Wie gesagt, die Wärme von dem Honig, die Hefe, die ist jetzt ganz interessant. Ja, das kann ich dann einfach damit reinmachen, zack, und schon aktiviert sich die Hefe von selber. Honig, ich liebe Honig. Ja, ich weiß gar nicht warum. So manche Sachen sind einfach super schlecker, schmeckrig. Und so, jetzt nehme ich mir das Glas raus. Halte hier schon mal so ein Handtuch parat. Ja, weil es hat jetzt fast, es hat schon gekocht. So, jetzt kann ich das da so reingießen. Könnte alles so sehen. Ja, so. Ne, bis hier ist jetzt der Stand. Und gleich sehe ich ja auch noch, was ich da jetzt noch an den Weintraubensaft noch nachfüllen kann. So, das lass mal wieder einfach so in Ruhe auströppeln. Ja, so. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, eine Bestellung, weil da hat sich einer bei uns bei Elfia, wo wir auf Elfia waren, in Arzen in Holland eingehender Sprachanruf. Ein Moment. So, leider muss ich eben kurz mal die Kleine und den Niki, also Küken und Niki, ihn kurz abholen. Sie müssen jetzt das Auto abholen. Ja, kostet eine richtig gute Stange Geld. Ne? Also ich sag da mal bis gleich, dann mache ich hier weiter. Eben wie gesagt, kurze Unterbrechung, aber da merkt ihr gar nicht. Das ist nur ein Bruchteil von Sekunden. Ne? Bis später. So. Jetzt wackelt das ein bisschen hier. Hoffentlich ist das nicht so toll. Hab jetzt mal so ein neues, so eine neue Handyhalterung da mir angeguckt. Ja, da ist natürlich ein unwahrscheinlich Gelenk dran. Habe ich übrigens vom Thorsten. Thorsten, auch nochmal von hier zur Handyhalterung. Einen besten Dank. So, ich muss jetzt nach Dinslaken. Und da eben mal die beiden abholen. Ja, Niki hat jetzt irgendwie einen Teppich oder so noch gefunden. Gratis zum Mitnehmen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was das ist. Müssen wir mal schauen. Ja, aber Teppiche bin ich ja mal ganz nervös. Ja, ihr wisst, ich liebe Teppiche. Ich war mal Orient-Teppich-Fachverkäufer in so einem Möbelhaus. Und so, komm.
Scheißverkehr hier, ne? Ich war immer Orientteppich-Fachverkäufer gewesen, im großen Möbelhaus. Und ja, das bleibt natürlich nicht ohne, ne? Da muss man, wenn man dann irgendwo mal hört, Teppich, ja, ich liebe Teppiche. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier nichts. Ja, meine Lichtmaschine, die spielt hier auch gerade ein bisschen bekloppt. Ja, das sieht immer gut aus. Ich kann zwar einen Moment lang fahren, aber ich weiß nicht, ob die Lichtmaschine kaputt ist, dass die Batterie nicht geladen wird, ne? Das wäre natürlich ganz schön bescheuert. Bekloppter. Hat einer gekloppt am Auto. So. Ja, und dann, wie gesagt, können wir gleich Küken hier sein Auto abholen. Gott sei Dank. Ja, das war aber auch jetzt wieder kurz vor Peng. Ja, Getriebe, Kupplung, ich weiß nicht, da war alles Mögliche kaputt. Dabei fährt die Kleine richtig gut, ne? Die ist mehr vorsichtig wie alles andere, wo ich manchmal so sagen würde, so ein bisschen mehr Gas könnte ich geben. Aber ne, die Kleine, die fährt sehr vorsichtig, umsichtig. Ja, und das lasse ich dann. Ich habe auch noch nie, die ganze Zeit noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, ja, der Mann oder der Beifahrer, ja, sofern er denn auch selbst Führerschein hat, Auto hat, ja, unten auf der Beifahrerseite immer Bremse drücken will, ne? Kennt ihr das auch? Ja, wenn er bei jemand anders mitfahrt, ja, und habt ihr manchmal das Gefühl, boah, ja, ich muss jetzt auf die Bremse drücken, ja. Nur bei euch unten ist keine, ihr habt keinen Fahrstuhlwagen, ne? Ihr habt da keine Bremsen, Gas oder Kupplungspedal. Polizei ist auch dabei. So ist es. Ja. Ach, warte. Ja, doch, mein Portemonnaie habe ich dabei, ja. So. Ach ja. Ja, viel durcheinander, ne, bei uns. Ja, das ist immer so. Ja, wenn ich jetzt, sag ich mal, wie gesagt, ich darf normalerweise gar nicht fahren. Also im Dreivierteljahr, ja, ein Jahr lang, sollte man das eigentlich unterlassen. Fahrzeuge zu bewegen, wenn du gerade einen neuen Defibrillator drin hast, ne? Ja, das ist natürlich alles ganz schön Scheibe. Das muss ich dann also auch nicht haben. Also große Strecken oder so. Da bin ich doch ein bisschen, habe ich doch Respekt. Und da bin ich immer froh, ja, wenn man dann noch jemand hat mit Auto und mit Führerschein, ja, so kann man sich das mal wieder austauschen. Und so ist da ich. Jetzt bin ich am Dransen. So. Teppiche umsonst zum Mitnehmen. Sagt Niki. 2 Meter lang. Keine Ahnung, was er da wieder anschleppt. Ja, ich habe jetzt auch noch infiziert, ne, mit Teppich, mit dem Teppichwahn. Muss natürlich nicht sein. Teppiche sind gut und schön, aber ja, ich habe ein Problem mit maschinengewebten
Teppiche. Deswegen meine ich das jetzt. Ja, also maschinenproduzierte Teppiche ist nicht so. Na, was hat mein Auto jetzt so gewackelt? Macht mir kein Problem da. So. Ja, Real, was wird denn aus dir jetzt, ne? Sag mal. Mein Real. Real ist tot. Schade. Ja, man statt jetzt hingehen und dann mal das aufteilen, so in verschiedenen Abteilungen. So, und jeder kann sich da so ein Abteil nehmen. Da kann dann ein türkischer Obststand rein, von mir aus ein persischer Obst- und Gemüsestand, ja, Fleischabteilung von irgendeinem Fleischer. Ja, aber letztendlich ist dann wieder die Stadt tot, ne? Ja, Städte sind ja auch immer schon am Sterben. Man sieht ja an den vielen Geschäften, die da schließen und nie mehr wieder aufmachen. Und meistens kommen Spielhöllen, Apotheken und weiß ich nicht, dann da rein. Oder Wettstudios oder ja, so Wettbüros. Und ist ja auch kein schöner Anblick. Und er zieht ja auch keinen nachts oder ja abends noch so zum Essen gehen in die Stadt zu fahren, ne? Ich will hoffen, dass das ne, einigermaßen, ja, wenn ich stehe, ist das nicht so wackelig, ne? Ey, naja. So. Dann kriegt dann ja einen am Dattel, ne? Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wie viel Wein, Bier, Likörchen ihr an dem Abend nicht trinken musstet, trotzdem besoffen wart, ne? Jo, jo, jo. So. Zack. Ach ja. Ja. Jetzt muss ich erstmal geradeaus fahren. Das ist so blöd, ist das jetzt hier. Das ist natürlich selten blöd. Ach ja. Ich meine, ich liebe die Stadt Dinslaken. Das ist eine schöne Stadt. Ja. Aber es ist halt nun mal ja große Baustelle wieder hier. Und ich mag keine Baustellen. Da darf ich nicht rumfahren. Da darf ich nur links geradeaus oder rechts abbiegen. Nee, beziehungsweise links geht ja Quatsch. Wo bin ich denn jetzt? Nein, rechts geht ja nach der. Ja, ich muss immer gucken, weil wenn die Kamera, je nachdem, aber das ist, glaube ich, bei meiner Einstellung Kamera nicht so, dann ist dann immer alles spiegelverkehrt. Ne? Ist doof, aber naja. Ach, ja. Ästhetik. Oh. Selig. Ästhetik. Ja, jetzt kommen natürlich nur wieder anderthalb Autos hier durch. Der Rest fährt bei Rot oder ja, zumindest bei, ja, siehst du, können wir schon wieder stehen bleiben. Ach, Mann, hier doch. Jo, es ist nichts zu qualmen hier. Ach ja, keine Ahnung, alles blöd. Tja. Das sah jetzt aus wie ein Leichenwagen.
ein Audi-Kombi, Leichenwagen. Hätte sein können. Das waren aber nur so getönte Scheiben hinten. Verspiegelte, gespiegelte und getönte Scheibenfolie. Ist ja verboten eigentlich, ne? Also Fahrer- und Beifahrerseite ist das verboten. Und Frontscheibe sowieso. Ja, wir hatten ja vorher so immer so oben, so am Himmel, ne? Windschutzscheibe, hatten wir so eine Folie gehabt. Und dann gab es ja welche, da stand ja das Fabrikat drauf, beziehungsweise GTX und GT und wow, und was nicht alle. Ja, das mussten wir alle haben, ne? In unserem jugendlichen Wahnsinn. Ja. Habe ich recht, wenn man in 12 Jahren, 10 bis 10 Minuten bis Viertelstunde, habe ich gesagt. So, da sind wir auch fast, schaffen wir das. Ja, mein Wein muss halt warten. Ist natürlich nicht so gut, weil die Hefe fängt ja dann gleich an zu malochen. Ne? So, was ist jetzt hier? Jetzt müsste aber auch mal langsam, ach, jetzt will er auch noch da rein. Oh nein. Ja, ist natürlich egal. Da ja, kommt fahr, der hält doch. Herrschaftszeiten. Oh, was war das denn jetzt? Anstatt da einfach da auf die Parkstra-Einfahrt da fährt, nee. Fährt der erstmal vor der Laterne. Was ist denn jetzt hier? Sackgasse? Da steht Niki. Aufpassen hier. Der hat zwei Teppiche. Ei. Zwei Stück davon. Ja, dann pass schön auf, dass sie die nicht wegnehmen. Also ich sehe einen Perser, sehe ich schon mal. Ein sehr hoch, ich glaube, kann auch sein, dass ich den selbst mal verkauft habe. Also. Die lagen hier vorne so um die Ecke. Ehrlich? Ja. Ja, kann sein, dass ich den einen sogar selber verkauft habe. Okay, die nimmt es echt mit. Ja, ich weiß jetzt zwar nur nicht, wohin. Wo ist die Kleine denn? Die holt auch ab. Ach, die ist jetzt schon weg nach unten. Ach ja. So. Ach du lieber Jott. Chris hat den jetzt da gebacken mit dem. Bäh. So, wie macht man die Teile hier um? Ja, das kann ich dir nicht so sagen. Warte mal. Eine Seite vielleicht, ist da so ein Hebel? Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt aussteigen. Weil ich jetzt auf Bremse gerade drücke. Ja. Wegen dem Licht. Oder hier? Ja. Ei. Ja, also ich weiß nicht. Ich reiß mir jetzt da nicht das Auto auseinander, doch. Ja, da muss ich selber mal gucken. Scheiße, ich mach echt an. Kannst du nicht so da durchschieben, Hase? Mach das Ding das hier aus. Hier sind noch die Kartoffeln, die sollten nicht im Auto sein. Mein Gott, warum geht das hier nicht rein? Ich hab doch keine. Aua, jetzt waren meine Finger dazwischen. Komm, das passt. Wenn nicht, wird passend gemacht. War ein Glück, dass ich ein Mikrofon dabei hab. Das ist schon mal ein Saro. Noch ein Sarok. Oh Gott, nee. Aua. Keine gute Idee. Also lass ein Stück rausgucken.
Hilf mal. Oh. Hilf doch bitte mal. Oh. Mein Gott, das ist doch nichts mehr für mich. Ja, ich hätte ihn doch echt auch. Warum so riesen Dinger, ey? Das sind 2x3. Das musst du aber trotzdem allein nach Hause fahren, ne? Ja. Warte, ist wirklich noch. Was, noch was? Nee. Kann ich mal die Klappe zu machen. Zweimal Saruk ist das. Aber zum Mittelaltermarkt können wir den nicht mitnehmen. Die sind zu fett. Ich sag, zum Mittelaltermarkt können wir die aber nicht mitnehmen. So, habe ich jetzt irgendwo ein Loch? Ich sehe nichts. Ich kann nichts. Ja, was hast du denn? Hier, der ist schön stramm hier, deswegen. Gib mir mal deinen. Der ist da oben. Ist. Der kann hier. Ja, der ist nicht da, ja. Also, die muss an den Kofferraum. Hast du was gefunden? Nee. Ja, hier ist alles zu weit weg. Hier im Schloss. Es ist alles zu weit weg oder du kommst nicht rein. Ja, das reicht aber. Guck hier, das ist in Ordnung. So. Gut. Ja. So, hauptsächlich die Kartoffeln, die fallen jetzt da nicht raus. Ja, da ich jetzt nach Hause fahren muss mit dem Fahrrad. Ich weiß nur nicht, wohin damit. Ich fand die schon schade, dass du willst. Ja, richtig. Ja. Oder Esszimmer. Wenn die, ja. wenn die genauso groß sind wie der im Esszimmer. Nein, können wir mitnehmen. Auf dem Mittelalter. Nee, der ist zu groß, sag mal. Mein Lehrer. Wo hast du ihn jetzt her? Stand das da? Um Ecke. Da zu verschenken oder was? Da war Bauschrott und sowas. Da lagen die zwei mit dabei. Mach die nicht strafbar, oder? So, ich hau jetzt hier ab. Ja. Du lieber Himmel. Ja, guckt euch das an. Ja, zwei so riesen Teppichlatschen. Beides Perser. Ich würde sagen, beides Saruk. Das ganze Bild habe ich noch nicht so. Ja, aber kann ja auch sein, dass ich die selber mal verkauft habe damals. Muss ich hier gucken, dass ich keines hinten antuschiere. Ah, Leute. Wieso ist jetzt da Sackgasse? Da war doch gar nichts. Da ist doch, die fahren doch alle jetzt hier durch, wie die Bekloppten. Mein Gott, ne. Ja, das ist nichts für mich. Ich bin nicht mehr so für Stadtverkehr. Da habe ich gar kein. Oh mein Gott, nee, was ist hier los? Boah, sag mal, gibt es hier Freibier oder was? Ey! Noch so ein Dreiradfahrer da. Mein Gott, nee. Komisches. Boah, und jetzt noch einer von hinten. Nochmal. Ey. Noch einer. Sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Jetzt reicht es mir aber langsam. Ey, ihr seid doch wohl kaputt. Komm da mal, junger Mann. Ist doch jetzt Platz. Jetzt kannst du ja laufen. Jetzt muss ich halt hier noch warten. Boah. Aber wieso war jetzt da ein Sackgassenschild? Mein Gott, ne. Furchtbar hier. Ne, ich bin nicht gerne in der Städte. So, und jetzt stellen wir sich das mal vor, Düsseldorf. Essen ist ja schon abartig. Ja, Düsseldorf. Das ist ja, boah, das ist ja grottig. Ne, also der Verkehr.
Ja, jetzt hat er natürlich einen riesengroßen Teppich hier dabei. Ich wüsste jetzt nur nicht, wohin damit. Da fängt das Problem wieder an, ne? Da waren wieder meine. Was ist denn, was hupt denn jetzt da von hinten? Oder von vorne, oder weiß der Deibel von wann? Jetzt ist da eine Sackgasse. Warum ist da eine Sackgasse? Da ist schon wieder so ein Sackgassenschild. Nee, dann kann ich doch da gar nicht hoch. Nee, da ist eine Baustelle. Da komme ich nicht raus. Ja, die Baustelle hatte ich vorhin schon gesehen. Na, Herz allerliebst. So. So, jetzt muss ich hier gucken. Oh, leck mich. Boah, ist das furchtbar. Boah, ich bin nicht mehr gern unterwegs. Mich regt das auch alles so ein bisschen auf, ne? Ja, zum Glück bin ich da nicht alleine. Das wird wahrscheinlich andere genauso treffen. Ja, aber die Teppiche, das sind zwar sehr grob geknüpfte, aber ich sage, ich habe hier einen Teppich im Esszimmer, könnte ich vielleicht damit austauschen. Nur der im Esszimmer, der Teppich ist auch ein echt Orient-Teppich. Da ist auch natürlich auch sehr semi-antik schon. Der hat mit Sicherheit schon, ja, ich würde fast behaupten, 150 Jahre am Buckel. Ja, ich liebe alte Teppiche, ne? Also, das ist nichts Schändliches, nichts Böses. Es ist einfach so, dass ich alte Teppiche sehr stark bevorzuge, die, kann ich sagen, im Spiegel gar nichts sehen. Da kommt nämlich ein Rad, siehst du? Da muss ich nämlich aufpassen hier. Immer rechts voll. Ach nee. Stoppschild beachten. Ja, alles gut. Ah, jetzt fahre ich hinten rum. Schleichwege. Ich glaube, Niki ist gleich eher zu Hause mit seinem Fahrrad wie ich. Er gibt aber auch gut Gas. Also der ist flott mit dem Fahrrad unterwegs. Weiß ich noch nicht, wo mit der Teppiche scheiße. Arsch. Der fliegende Teppich. Ich würde sagen, wir nennen den Film den fliegenden Teppich. Fliegender Teppich und Met. Piratenblut machen. Ja, ich mache ja heute Piratenblut, glaube ich. So heißt der Met, den ich heute zubereite. So. Ja, ich latsche hier mit Schlappen rum. Ja, ich habe jetzt gedacht, eine Galerie. Weil er was von 2 Meter, das habe ich jetzt nur verstanden, gerade gesagt hat. Jetzt habe ich da ein 2x3. Ein 2x3 Teppich. Aber den großen, den könnte ich mir vielleicht. Ja, der ist. Ja, der ist natürlich nicht mehr der neueste. Und mit Sicherheit stark beansprucht. Ja. Ja, also ich würde den jetzt sogar noch auf 2000 pro Teppich. Das ist beides Perserware. Hier sogar noch mit so einer Lederkante, hier ist so eine Lederkante dran, könnt ihr das sehen? Hier so mit so einem Zickzack-Nähverfahren. Ja, das hat damals mein damaliger Chef noch gemacht. Und der hat immer die Teppiche gern mit so einer Lederkante, dann rollen die sich nicht so auf, ne? Hast du manchmal, und dann hast du da so eine stärkere Stolperkante. Und der hat dann immer dafür gesorgt, dass diese Lederkanten halt da dran vorhanden sind. Und ja, die hat er immer so dran genäht. Kann ich auch. Ich kann halt auch diese Lederkante dran nähen. Ich kann auch die Fransen sogar noch
reparieren, wenn zum Beispiel der letzte Schussfaden, der ja nur rechts und links geführt wird, sich lösen sollte. Ach du lieber Gott, ja, ihr müsst auch mal eventuell halten. Ja, und hinter mir hupen brauchst du auch nicht, wenn ich da noch eine in der Kreuzung habe, du Hornochse. Ja, da sind sie hinter mir am Hupen, habe aber noch eine in der Kreuzung. Ja, Pflicht, dass man den erst zuerst noch durchlässt. Gar kein Thema. Ja, dann braucht mir keiner zu hupen. So. Oh, ich bin ja mal gespannt. Naja, wie das wackelt mit der Kamera hier. Hauptsache, ihr habt den Ton gut. Hier stehen so schöne Häuschen. Stehen einfach da rum und stehen da leer rum. Ach nee, Leute. Kann ich nicht verstehen. Zigarette könnte ich jetzt gebrauchen. Baumarkt. Wir feiern auch ihren Kindergeburtstag. Ich habe keine Kinder. Oder vielleicht keine Kinder. Ich weiß nicht, ob ich Kinder habe. Ich denke schon, ich darf da wohl zwei Teile Filme draus machen. Ich wollte heute den Met machen und danke. Und hier das Kochen heute. Aber egal. Das sind, glaube ich, das sind Gebrauchtwagen. Ja, so ein Transporter könnten wir gebrauchen. Am besten noch ein Anhänger. Schön abschließbar. Anhänger mit dicke Schlösser dran. Und das groß genug ist, so dass wir dann Zelt, Stangen und das ganze Brimbamborium da unterkriegen. Abschließen, Straßenrand, fertig. Ne? Wenn Anhänger zu verschenken hat, damit können wir ja anfangen. Alf da. Ist das ein Ort? Ist das ein Nummernschild? Alf DA. So, ne? Ui, was ist da los? Da ist Taufe. Schön. Aber den Müllcontainer. Großen 7 Kubik Container Müll daneben stehen haben. Alles rausschmeißen. Ja. So, was hast du da schönes Kühlschränke? Bring du Kühlschränke. Nö, wenn Anhänger zu ver... Ich habe damals auch 85 Mark oder was habe ich dafür genommen. Ich sag, komm hier. Ich sag, 100 Mark willst du haben? Ja, ich sag, komm 85 und pack ein. Habe ich einen Anhänger? War 85 Mark. Das ist ja mit TÜV ist ja gar kein Problem. Das ist ja nur so ein Nachläufer. Der hat ja damals eine eigene Bremse, dieser Anhänger. Und ja, jetzt muss ich gleich erstmal gucken, ja, was machen wir denn mit dem Teppichchen? Den großen Teppich vielleicht, den könnte man ja doch wirklich unterm Esszimmertisch. Ja, da muss der Alte aber erstmal raus. Der muss raus. Ja, aber ich habe den eigentlich angepasst. Der war genau passend wie in die Stühle, weißt du? Die Stühle konnten dann problemlos rangezogen werden. Ja, obwohl die wiederum dicker sind. Und einen dickeren Teppich bringt mehr Wärme. Kann man Strom sparen, also Heizkosten sparen. Ne? In dem Fall spare ich ja dann Gas, weil unsere Heizung auf Gas läuft. Ja, ist alles nicht so ökologisch, scheiße da, Arsch. Da wollten die Grünen ja auch so reinhauen mit, ne? Da haben sie immer alles so ohne, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Finde ich ja sowieso kackendreist blöd. Ja? Also nicht, dass ich jetzt die Grünen unbedingt total blöd finde,
aber die haben schon Anzeichen davon, doch ein bisschen durchgeknallt zu wirken. Ja, oder hier den einen da, den Doktor, Wissenschaftler, was ist das für einer? Laumann oder Lohmann? Keine Ahnung. Auf jeden Fall unser Gesundheitsminister da. Boah. Ja, mit den Drogen da, ne? Alles gut und schön, dass er das jetzt gebonkt hat. Alles gut und schön, dass er da hier Dingens hat gemacht, ne? Bin ich auch total begeistert. Nur das Problem ist, es war noch kein Job. Der Drogenhandel, der Schwarzmarkt, der fluktuiert. Selbst die Drogenpreise konnten erhöht werden, weil jetzt war es ja erlaubt, ne? Ja, guck mal da, das hat ein 10er an Gramm, zahlt jetzt 20. Bombs. Jo, tolle Wurst, ne? Ja, da haben sie natürlich den größten Blödsinn mitgemacht. Will aber keiner zugeben. Ehrlichkeit wäre zwar am längsten, aber wer ehrlich sein will, der muss es auch zugeben können, dass er einen Fehler gemacht hat. Das ist egal, ob Flaschenpfand oder ob das O bis O und weiß ich nicht alle, was für ein Scheiß da. Ja, alles wollen sie umwandeln, aber haben, oder Elektroautos, ja. Ah, Elektroautos müssen Pflicht werden. Tolle Wurst. Juhu, Juhairasa. Aber nirgendwo kannst du dein scheiß Elektroauto dann aufladen. Und eine Tankstelle finde ich. Na? So, eine Tankstelle finde ich, wo ich Benzin, Diesel, ja, so zuladen kann, eintanken, machen willst, wie auch immer. So. Ja, das finde ich, aber wo ich jetzt mein Elektroauto mal eben mal vollpacken kann, ja, Pustekuchen, das geht nicht, das ist schon komisch, ja. So, aber weißt du, jetzt gleich, boah, der Tisch. Also der Tisch, der, ja, wie schwer ist der? Viermal ich? Viermal so mein Gewicht? Der hat mit Sicherheit 350 Kilo, boah, 300 bis 350, also dreimal ich, ne? Will mich jetzt nicht schwerer und dicker machen, wie ich bin. Ja, aber das ist ein saumäßig schwerer Tisch, der ist massiv. Da ist ganz dickes Holz, also da haben die nicht gespart, nicht mit Abfallpressspan oder so gespart. Da ist überhaupt kein Pressspan dran. Das ist nicht Teakholz, wie heißt das? Auch nicht Kastanie. Ach, keine Ahnung. Akazienholz auf dunkle Kastanie gebeizt oder so ähnlich. Das ist richtig massives Holz. Ganz zu Anfang, ja, da waren da sogar noch richtig Splitter dran, ne? Also ja, weil das ist so auf so ein Tisch gemacht, die Machart, wie so eine alte Rittertür, so eine vom Schloss, so eine Burg, Ritterburg, die alten Tore und die Türen mit Eisenbeschlägen unter der Glasplatte. Ja, die Glasplatte ist über einen Zentimeter dick. Ja, da kommt ja auch noch erschwerend sprichwörtlich hinzu. Ja, die ist heftigst dick. Ist das da hinten Niki, der da fährt? Da fuhr jetzt einer mit dem Fahrrad. Mal gucken. Ja, ist Niki. Von hinten erkenne ich ihn. Ach, jetzt kommt da noch so ein Wurm-KW. Ein wunderschönen. Ich habe ihn doch noch überholt. Oh. Ja, ich habe schon Angst gehabt, dass er mit seinem Fahrrad schneller ist wie ich. Ja, es ist aber auch schäbig. Fahrerei, ja. Ich mag sowas nicht. Die Gurkerei, das ist was für ein Arsch. Entschuldigung, für ein Oberarsch. Nee, das war jetzt nicht Küken.
Das ist auch so ein Auto, aber das ist auch nicht Küken. Jetzt muss ich hier schön 30 fahren, weil hier sind Schulen, gucken, Spiegel, hier sind Schulen und Kindergarten, ja, und viele spielende Kinder. Ja, da habe ich ja auch mal für gekämpft. Da haben die von morgens bis abends, Uhrzeit XY, von morgens 8 bis abends 8, musste da, ui, schönes alter Bilderrahmen und ein altes Bild noch. Ja, und da habe ich gesagt, wie, am Wochenende nicht? Ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Ja, da hättest du am Wochenende Gas geben können, an 50 anstatt 30. Muss ich hier gucken, dass ich hier nicht ein Niki gleich tot fahre. So, jetzt muss ich hier ganz behutsam um die Ecke. So, jetzt müssen wir erstmal den Teppich ausrollen, damit wir da gucken können, ob der überhaupt noch zu gebrauchen ist, ne? Boah, das ist aber auch ein schweres Kamel. Ja. Boah. Ich wusste gar nicht mehr, dass Teppiche so schwer sein können, du. Was? Ich wusste gar nicht, dass Teppiche so schwer sein können. Unverschämt schwer. Nee. Geht nicht. Hat man hier kein Werkzeug? Mein Gott. Sprichst du doch wenigstens mal an die Tiere. Ach, jetzt habe ich auch keinen Schlüssel. Die hast du nicht vergessen, ne? Nee. Ja, die war ja voll mit Wasser. Die Beine lagen ja da drin. Ja. Ja. Oh. Das komme ich ja nicht rein. Nee. Nee. Fecht der Höllender. Boah, das ist schon wieder alles so voller Laub hier. Ja. Ach, ist das furchtbar. Nächste Woche, wenn wir wieder da sind, wirklich schnell alles winterfest gemacht. Ja, das sag ich dir. Weil auch die Efeuhecke, die sieht ja schon wieder aus. Das ja, aber die blüht. Vor 14 Tagen gar nicht geschnitten. Aber die blüht, dann haben die Herbstbienen wenigstens auch noch ein bisschen was davon. Das ist halt das Ökologische an uns. Ah, so, hatte gerade den Bein angefangen. Ja, Entschuldigung, dass ich die Teppiche gesehen habe. Ja, Hase, das ist aber nicht hoch lobenswert. Wenn wir da nichts von gewusst hätten, wäre das auch in Ordnung. Ja. Es werden täglich tausende Teppiche irgendwo entsorgt. Hätte ich gewusst, dass der Mottenbefall schon hat. Ja, da müssen wir gleich behandeln, ne? Da kein Vertun, ne? Also mal gucken, wie ich starte. Ja, das sehe ich ja gleich. So, hänge ich euch mal hier so hin. Saruk. Hi. Leiste Abkürzung. Hier, da, wisst ihr das? Da an der Stelle, wenn da ein Kaugummi drin war. Kaugummi und dann schlecht behandelt, nicht richtig. Der ist so, ist da sauber. Wisst ihr, da und da. Ein Kaugummi drin, ja. Richtig, gut aufgepasst. Was ist das? Achso. Also ich tippe jetzt auf Saruk. Kein Etikett nicht dran. Warum machen die Etikett? Da ist einer. Das ist auch nur Artikelnummer. Ja, ist nur die Artikelnummer, schade.
Ja, wenn er dann eine Zeit lang im Keller gelegen hat, dann wird das nicht das Schönste. Ja, den kann man jetzt falten. Das ist jetzt der Kleine. Ja, den Großen, wir müssen, weil der, den wir im Esszimmer haben, der ist auch extra groß. Das ist so 2x3 ist das jetzt hier. Das ist ein, ich würde auf Saruk tippen, und der hat hier, ist ein, kein Manufakturteppich, also nicht kriegen wir den so, nee, der ist ja so gerollt. Das ist ja schon am kürzesten. Aber kriegen wir den bei dem kleinen Auto rein? Hase, bitte. Ich weiß jetzt nicht, warum du so erpicht drauf bist, dass wir das Ding, den Riesenlappen, dann auch noch mitnehmen. Das ist schön, der ist wunderschön. Und für die Zwecke ist da auch noch genug ausreichend. Aber das sind jetzt Kleidermotten, ne? Das sind Wollmotten, ja. Ja. Dann haben wir das Problem, dass wir da... Den müssen wir auf jeden Fall gleich dringend einbalsamieren. Du sagst jetzt erstmal einmal, wie einbalsamieren, mit was? Ja, mit irgendeinem Insektenmittel. Da kommt es gar nicht drauf an, Chrysanthemen oder so. Ja. Also theoretisch, das ja. Ja, den Großen, wenn ich mir jetzt angucke, dann kann ich das entscheiden, ob der für ein Esszimmer gut wäre. Warte mal, mach du mal da drüben, ich mach hier, weil der erste Anfang ist immer der schwierigste. So. Bleib du da drüben, ruhig. Ah. Boah, ich komme hier gar nicht runter. Ja, deswegen wollte ich ja. Ja, yeah, halt du mal bei dir fest. Also, jetzt wird das, nicht mehr anders. Wird jetzt immer mehr. Ja, da hab ich vielleicht zu fest gerollt. Wer hat zu fest gerollt? Das ist da. Hast du das eingerollt? Nein. Ach so. Yes. Ja, warte, ich hol mal im Band. Ja, was weiß ich. Also, du bist ulkig. Hier ist eh kein Parkplatz. Kannst dich beruhigen. So, gib hin. Beinchen hoch, weil das ist ja wohl der größte Scheiß. Da dort bin ich dran traurig. Ja, da musst du, wie heißt das? Zum Haare blondieren. Ja, leg das doch hin und dann rollen tust du dann nach vorne weg. Flugkohlenwasserstoff, ne, wie heißt das denn nochmal? Mein Gott, Haare blondieren. Kalium, ach Scheiß. Was weiß ich, wie das alle heißt. Das oh. Hier, da guck. Nee. Der kommt da hin. Nee. Das, nee, guck dich das an. Der ist ja schon mal wie das alte Ding, ja. Hm? Wie das alte Ding, was wir zu Hause haben. Nee. Also weiß ich denn. Was ist der? Weiß. Ach, weich. Nee, das ist alles. Nee, das ist alles lebendig. Nee. Kann man nur. Zwar schön großes Muster, ne? Jupp. Ah. Nee. Also der Teppich muss. Es war ein schönes Muster. Ja, floral. Nee, da hier auch eigentlich. Ach, die sind doch bescheuert mit ihrer Kleberei da. Nur weil die Fransen nicht gerade liegen und warten die alle. Nee, der hat zu lange im Keller wahrscheinlich gelegen. Auch ein bisschen da. Nicht einmal gedreht gewesen.
Ja, also da ist, steckt Leben drin. Will ich nicht haben. Ja, also lass mal. Den können wir einfalten, einen Sack drüber und dann müssen wir Müll anrufen. Ne? Der lag die ganzen Jahre ein an denselben Platz. Jahrelang. Da kam nicht immer Tageslicht drauf. Ja, kann gut sein, dass da ein Fenster war. Nee, aber der geht nicht. Der kann nur im Schrott, der kann nur im Müll. Das war schönes Muster, schönes Rot auch. Aber. Das würde mindestens. Das, warte. Also, der würde mindestens 1000 Euro kosten, den zu reparieren. Ja. Nicht, also nicht bis rüber, sondern mehr zu. Ja, so. Und das ist die andere Seite rum drauf. Jo, genau. Ja, mir egal. So, jetzt kann man das nur so klein machen. Schopp. So, warte, ich mach einmal noch. Jetzt du ein oben drauflegend. So, siehst du. Passt doch den Arsch auf einmal. Und jetzt können wir den so gut greifen. Nee, das ist nix, das hat keinen Sinn. Dann lieber kleine Läufer. Weil das kann man reparieren, diese Fraßlöcher. Das kannst du gerne machen. Dann hast du Lager, ja, dann habe ich was zu tun, ja sicher. Ich schlepp das Schwere. Was meinst du, warum ich meinen Teppich nicht restaurieren kann oder will? Haben wir jetzt eine Plastiktüte, wo wir das eintüten könnten? Weil er darf jetzt nicht nass werden. Das kannst du nicht mehr tragen. Wenn er jetzt nass wird, ist Feierabend mit Schlepperei. Der muss jetzt eigentlich zum Müll. Weil er ist mir zu riskant. Was machen wir morgen für eine Uhr? Was hast du? Ach so. Meinst du mit Dingens fahren? Ja. Ne, also das ist zwar sehr gut. Sehr, sehr gut mitgedacht. Finde ich auch richtig gut. Aber letztendlich ist das gefährlich. Wenn man da jetzt großartig irgendwas also, haben. Wenn der eingerollt, wenn es das nächste Mal ein Teppich hier. Ja. Wenn der eingerollt ist, kann ich das hier an der Kante erkennen. Richtig, wenn der eingerollt ist und der Stand vielleicht eingerollt. Jahrelang im Keller. Das siehst du hier. Ja, hier siehst du jetzt ist die falsche Seite. Aber dann sieht hier so gräulich aus. So wie hier. Und da hast du sowas. Ja, da hast du hier so ein Grissel und das ist so wie so Paniermehlstückchen nur groß. Mhm. So, das ist jetzt zum Beispiel jetzt hier oder da ist es auch. Manchmal siehst du auch die Fäden. Ne? Und da brauchst du nicht Schwimmkranze liegen lassen. Dann hast du einen die Ärger gespart. Das muss ich jetzt nicht. Doch, das ist nicht schlimm. Also, das macht nichts. Schade, die jetzt stehen zu lassen. Ich hatte ja mit dem einen, den ich jetzt unterm Esszimmertisch habe, haben wir viel Glück gehabt. Ne? Erstmal A ist der alt, richtig, ist bestimmt 150 Jahre alt ist der. Und der hat nur Benutzspuren. Ja, dann tun wir das. Stellen wir jetzt gleich an der Seite da und dann ist das auch gut. So. So, das kannst du jetzt hier schön reingreifen. Dann hast du da einen schönen Griff. Was meinst du? Gleich nicht über den Angriff. Ja, ja. Was meinst du, wie viel? Lass uns das gleich hier hinlegen, hier. Zack. Und dann das Plastik da drauf. Weil das trägt keiner mehr. Ich hab mal so ein Teppich in nass versucht wegzu. Ja. Groß ist es ja auch nicht, ne? Nee. Schöne Scheiße. Naja. Ja, geht auch. Hat sie, ging alles gut. Schön. Oh,
Küken hat ihr Auto. Gleich kommt sie. Angebrettert. Die ist jetzt gerade bei sich. Ach so, die wollte sie noch nach Duisburg. Ach, ja. Also, ich möchte das nicht, dass wir nochmal bis 18 Uhr nach dem Dingsbüro kommen. Ach so, ja, was ist morgen für ein Tag? Morgen dann? Mittwoch. Da hatten wir ja einiges gut geplant. Da wollten morgen wir ist doch Mittwoch. Ja, oder wollten wir nach Tiedok? Ja, da kann man das dann alles zusammen machen, oder? Ja. So passt der besser im Kofferraum. Als lange Wurst ist das schlecht. Also mit dem weiß ich jetzt nicht, was wir damit anstellen. Da müssen wir wissen, ob wir einen Teppich wegbringen oder zwei. Ja, das, bei dem ist mir das schon wieder fast zu schade, ne? Weil der ist nur bis auf den einen, was so aussieht wie Kaugummi reingetreten. Kriegt man das rausgebürstet? Ja, da brauchst du halt nur ein, was hatte ich denn immer genommen? Da hat ja mal alles vom Einfachsten gehabt, der war so geizig, dass er kein richtiges Werkzeug gab. Irgendwie so mit Kralle, Metallkralle, wie so eine kleine Gartenhake, ja. Nur halt in feiner maschig oder feiner. Ja, wenn du weißt, wo du den hinlegen würdest. Weil da fällt mir nicht oben zu langsam mal ein. Wir haben ja langsam kein Platz mehr. Wohin? Nee, für so einen großen ist natürlich schon Hammer. Der ist ja total schon Teppich auf Teppich. Ja, aber eine Wand, ja, der ist mir auch zu schwer für die Wand. Ja. Was tun, Frau Puhn? So geht das, ne? Ja. Nee, wunderschöne Teppiche, wunderschön. Das war jetzt von uns beiden eigentlich eine Kurzschlussreaktion. Nee, das müssen wir Sprüh haben. Sprühzeug und vorne rein, so auf die Kanten sprühen und dann großen Müllsack drüber stülpen. Genauso wie da auf der Seite. Ja, oder man müsste hinten in die kleineren oben wegnehmen und dann oben Dachboden einen großen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Volumen da passt, ne? Also von der Größe her. So groß sieht er jetzt gar nicht aus, dass er vielleicht oben nicht passen könnte. Nee. Russische Tapete, aber da, wie gesagt, da ist er zu schwer für. So. Also Sprühzeug holen und dann. Richtig. 2 Euro oder 3 Euro, was das kostet, ja, bei Netto. Das ist ganz, ganz einfaches, billiges Zeug. Das muss ja nur, und dann wie gesagt, Büttel drum, große Mülltüten drüber stülpen, und dann kann das da drin wirken. Mit Kamele sehe ich da. Oder was ist das? Ich muss mal überlegen. Mit Kamele. Könnten aber genauso gut auch Dinosaurier sein. Ne? Guck dir hier mal das grüne Bildchen hier an. Siehst du das? Ja. Das ist auf jeden Fall. Oder ein Lama ist das. Das sind Lamas. Und das ist hier so ein Pikachu, ne? Oder? Guck mal hier, Pikachu, ne? Pokéball. Ach, Pokéball. Ach du Liebe. Ja, ich hab doch keine Ahnung davon. Ja, von Pikachu habe ich keine Ahnung. Teppiche kenne ich.
Ja, dann lassen wir noch hier draußen den Moment, ne? Ja. Mach Auto zu. Aber wir haben morgen einiges vor. Wir müssen ja, Jesus, Thomas Philips. Ja. Ja, nu. Bei Thomas Philips wollte man doch nochmal nach. Ach so. Ja. So, das ist ja kein. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ah. So ist es, Anton. Du Boss. Ja, das muss ja hier auch noch rein. Das muss gar nicht da rein, was soll denn das da drin? Bist du dumm? So. Zack. Wo hab ich denn jetzt? Da ist es. Du bist müde, geh im Bett. Das Gegehen im Hintergrund brauche ich nicht. So. Der ist schon drin. Was hast du da alles reingemacht? Hefe. Achso, dann kannst du jetzt nochmal etwas Hefe rein. Es ist drin. Also, das ist meine Aufgabe. Ein Tropfen für Papa, ein Tropfen für Mama. Du bist dumm. Was soll das denn? So, was soll das? Ach, jetzt habe ich den schon weg. Gehen wir mal den Trichter wieder raus. So, darfst halt nur bis hier, höchstens hier, so bis zum Griff. Sonst schäumt das über. Ich hab doch schon Hefe drin. Das habe ich doch mit dem warmen Honig schon gleich eingeflößt. Oh, ich mach das doch fast leer. Das wird sogar leer. So, das ist leer. Wir lässt kein Schwach über. Was willst du denn damit? Wolltest du Tropfen auslutschen hier oder was? Naja. Oh. Soll ich dich ankleckern oder was? So, jetzt nimm mal den Korken hier raus. Boah, ja, sicher. Jetzt kommt hier der Oberkluge. Machen den Trichter da rein. Den muss ich erstmal auswaschen. Achso. Den möchte ich so nicht verwenden. Aber wir können den nicht schon probieren. Da ist er. Den nicht schon probieren. Boah, Hase, du bringst hier die ganzen Menschen hier alle durcheinander. Ich will es probieren. Ja, dann geht draußen und da steht eine Flasche noch fertig. Doofkopf, doof. So, wo ist jetzt der Korken? Den brauche ich auch noch. Ja, du könntest mal weniger Scheiße reden, da könntest du mir auch noch mal einen Hirnhappen mithelfen. So einfach. Ja, danke. Das habe ich gespült. Das braucht nicht nochmal da reinfallen. Lass mich in Ruhe. Sonst wird das nix. Mann, alles fällt mir wieder runter hier. Scheiß da. So, muss auch den Korken haben. Er will sich ja nicht helfen lassen. Ja, manchmal, ja, in meiner Küche bin ich auch am liebsten alleine. Weil ich da immer gerne, weil ich da auch mal gut Bescheid weiß, oder? Deswegen dürfen wir in der Küche nicht helfen, deswegen dürfen wir in der Küche faul sein. Ja, ihr habt eure Aufgaben. Ich habe meine Aufgabe, ihr habt eure Aufgaben. So, ist doch ganz normal. Gehört sich doch so. So, ich muss jetzt hier erstmal. Aber wenn du mir helfen musst, weil du mir helfen kannst und weil du helfen schön findest,
Kannst du ja gucken, dass du das da aufgeteilt kriegst. Ist das kleiner ihre Aufgabe? Ja, wenn die das nicht macht. Ich kann das doch nicht immer verlangen. So. Und wenn ich jetzt da Wasser reinmache, fängt das sofort an blubbern. Möchte ich verwenden. Nur wieder schäumt da oben, ja. Das fängt jetzt schon an. Das ist ganz schön flott dabei, du. Erstmal hier Wasser reinfüllen. Das habe ich gleich alles daneben geplättert. So, dann lege ich mal los. Ja, das brauche ich sowieso ein bisschen. So, ne? Man kann das auch raus schubsen. Das muss auch gespült werden. Und das ist wieder was für die Schublade. Rumpel. Ich warte mal auf den ersten Flug und dann ist er fertig. Ja, du hast doch echt den Meisenkaiser gefressen heute. Das ist wie mit dem Spinat. Flipp, und dann ist er fertig. Ich helfe dich mal. So. Der mir ist heute nicht mehr zu helfen. Doch. Also, was wird du machen kannst? Nee. Wo bist du? Ich weiß, was ich machen kann, ja. Ja, was denn? Das ist schön. Hier. Den... In der Wanne mal ausstufen. Richtig, weil da schaffe ich, da passt er nicht runter. Das geht leider nicht. Und da du ja sowieso immer da unten was zu tun hast, dein Aufgabenbereich da. Ja, ich nehme den nachher mit runter. Ja, pass aber auf. Ja, stell nicht so weit weg. Nee, ne? Ich nehme den nachher mit runter und spüre und. Spülibül. So, mein Sicherheitsgurt. So, dann fangen wir an. Blub, blub. Ach, Käse müssen wir noch holen. Wie Käse? Für den Auflauf. Ja, Käse, Gurken, habe ich gesagt. Weil ich könnte ja dann so viel Gurken machen, so viel Kartoffelsalat machen, dass wir dann an dem, wenn wir dann da anfahren, noch welches überhaben. Für Donnerstag? Ja. Dann, Mittwoch, also morgen hast du den Kartoffelsalat geplant. Moment, morgen? Morgen ist Mittwoch. Und Donnerstag morgens fahren wir. Donnerstagabend fahren wir. Donnerstagabend fahren wir. So, aber bis Donnerstag, wenn... Wenn er kalt ist und dann gut in eine Dose, habe ich da noch eine große. Guck mal hier, da haben wir noch... Dann können wir da Lagerfeuer anmachen können und dann in Top... Richtig, dann mache ich hier... Bockwurst dafür zu machen. Ja. Oder Frank hat schon Wasser auf dem Herz stehen, den können wir dann schnell was klauen. Jo. Ich denke mal, der wird da Strom machen. Ja, Strom möchte ich gar nicht mit anfangen. Nee. Strom ist nicht so... Guck mal, ich habe hier zwei große Dosen. Da kriegen wir ordentlich was drin. Ich weiß jetzt nicht, was ich draußen noch habe. Warum sagen wir mal auf Frank? Liebe Fantasy. Klingt doch besser. Liberty Fantasy. So, komm. Gib einen Blubber ab. Dann freue ich mich. Dann geht das nämlich hier los. Doch. Hattest du jetzt eigentlich den einen den Gärkappe da bestellt? Nee. Ach, hast du noch nicht? Ich bin mir zu unsicher. Ja, was heißt unsicher? Das passt. Du musst nur gucken, dass du das hier, nicht den Innendurchmesser, ja. von innen nach innen gemessen, sondern den Durchmesser. Wieso willst du den Korken? Weil Korken noch schwieriger ist bei der Größe. Aber die sind doch alle so keilförmig. Die sind keilförmig. Wenn ich den da... Den kriege ich aber da nicht rein, der fällt dann durch. Der ist zu groß. Das ist ja hier, was ist das? Zwei oder größt zwei oder drei. Das kostet Nerven. Nein, das kostet keine Nerven, das ist gut. Ich habe dich wieder ausgenutzt gefühlt, weil ich dich gefragt habe, ob du
mal die Tablette abholt, ne? Ja. Total ausgenutzt gefühlt, ne? Ja. So wie immer hier in der Küche. Ja. Wenn du uns für uns so freundlich kochst, ne? Ja. Ja, muss ich doch. Das ist doch, wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann würde ich ja meine Aufgabe nicht erfüllen. Ich spüle, ich hab die Küche, ihr habt Wäsche, Einkaufen, Staubsaugen, Staubwischen, Fenster putzen, ja, Ämterwege sowieso. So muss das ja für jeder für sich selbst machen, ne? Ja, und das ist ja normal. So, ich habe auch draußen noch eine Kohlrabi. Die mache ich jetzt gleich auch klein, koche die kurz ab. Planieren, ja. Richtig, damit Brokkoli zusammen als Auflauf, ne? Ist das in Ordnung oder so? Machst du Kartoffeln mit rein? Ja, ihr mit euren Kartoffeln dann mal mit rein. Willst du Gemüse-Gratin machen oder direkt in den Auflauf? Gemüseauflauf, hatte ich so gedacht. Also nichts dazu. Ja, ich kann ja ein paar Kartoffeln reinmachen, Mensch. Oh mein Gott, nee. So, das kann ich dann auch schon mal hier parat stellen. Bei Gemüsegratin kann man wunderbar als Beilage nehmen. Und in den Auflauf ist eine einzelne Komponente. Nicht eine einzelne, ein fertiges Gericht. Da kannst du gleich mal gucken, ob und noch ein paar Pilze ernten kannst. Aber dann, die Pilze, die mache ich dann nicht mit rein. Die mache ich dann extra. Dann bräuchte ich eigentlich Kräuterbutter heute noch. Geht das irgendwie noch zu machen? Kräuterbutter. Da mache ich nur Kirmespilze für uns. Die können wir dann so rauspicken. Kräuterbutter haben wir noch unten im Keller. Nö. Kräuterbutter haben wir im Keller? Ja, Butter, das sind doch Stäbchen. Ja. Ich meine, ich könnte ja auch normale Butter nehmen und dann Kräuter dran machen, das ist doch schon in Ordnung, aber. Ja, da kriegst du die Butter jetzt nicht mehr weich. Ja, hier die Butter, die ich hier oben habe, ist aber schon weich. Butter haben wir noch hochholen, ich muss noch Butterschleif fertig machen. Auch noch? Ja, haben wir doch noch von letztem Mal, das ist doch hier im. Ja, hier ist doch noch Schmalz und Butterschmalz. Ja, Hase, nicht so viel. Also. Ich habe hier keinen Drehwurm im Kopf, weil das geht da nicht. Da ist noch Tzatziki. Großen. Hier ist Schmalz. Ach Mann, ich komme mit dem Arsch nicht runter mit dem Ding. Ist ja noch schlimmer wie mit. Da unten steht es doch. Hier ist doch noch drin. Hier. Ist doch auch noch. Mein Gott. Ja, was soll das denn jetzt hier werden mit dem Multimentalfilm oder wie heißt das? Multimedia? Nee. Megafilm. Na, wie heißt das nochmal? Da gibt es doch so einen Film. Ja, aber mit der Stütze, ne, das geht. Das ist schon ganz gut. Ach, hätte Schüssel mitgenommen, hätte vielleicht die Pilze ernten können. Ja. Aber Kräuterbutter hatten wir doch nicht. Nee, ich habe da weiche, warme Butter, die. Und das kann ich dann gleich dann austauschen. Ja, bei mir geht's mit Kräuterbutter nur was. Die können wir mitnehmen. So klappt. Ja, aber darf das dann nur nicht mal so einen Tag Sonne scheinen, ne? Ja, wir haben ja zum Glück die. Guck dann bitte unten mal, ob da die Kühlakkus sind. Irgendwo vermisse ich die Kühlakkus. Oder sind die hier? Hier ist noch eine Scheibe Speck, können wir mitnehmen. Das ist, kann da mit rein. Hier ist, nee, das ist ein Kuchen. Ich sehe aber keine Kühlakkus. Schmeckt der besser oder schlechter? Ja. Besser? Okay. Ja, stand. Hat für mich in letzter Zeit so viel und Säuse gehalten. Okay, ich habe zu viel. Gurken dran sind, ne? Ja. Und der hier. Oh, ich darf auch. Oh, der schmeckt gut. Der ist so lecker würzig, ist der. Ja. Der schmeckt würziger wie der andere.
Ja, aber das ist mir so ein Kurzprogramm. Wenn Christian dann wieder nur so eine Zeit lang, wie ja, irgendwie so eine Aktion. Nur wieder die kleinen Packungen, die halben Packungen davon. Ja, wie die Aktion da läuft und dann ist wieder Feierabend. Finde ich nicht gut. Weißt du, dann locken sie die Leute mit sowas. Ne, hier ist noch Butterschmalz und hier ist schmalziger Schmalz. Das ist so, wollte ich das haben. Siehst du das? So, in dem Gefäß, ja, da muss man das halt rauskippen, wenn man da den an dem Schmalz dran, das ist jetzt hier normaler Schmalz, das reicht also. So viel machen wir gar nicht. Wir hatten es Freitag, also am Donnerstag die Bockwurst und wir brauchen noch für Freitag und Samstag was. Sonntag müsste ich eigentlich sagen, je nachdem, wo wir unser Brennmaterial hinmachen können, die Asche. Also schnapp dir die Flasche, bring dann eben raus und dann guckst du dir die Tüte an, die ich da noch hab. Ja? Ist die Tür offen? Nein. Da ist der Schlüssel. Ach du lieber Gott. Als wenn ich, den hab ich damals als allererstes da hingehängt. Dann werde ich auch wissen, wo der heute noch hängt, oder? Du Kasper. Du bist ein Vogel. So. Aber hier, also den, mach das hier rein, bitte. Den Bottich können wir leer machen, da ist nichts geworden, ne? Was? Der sieht Zitronenmet. Der blubbert doch noch. Nein, der blubbert nichts. Der hat doch gerade geblubbert. Der kann nicht blubbern, kannst ja auch dran riechen, ob das irgendwie, hier, der fängt jetzt an. Der fängt jetzt an blubbern. Nein, da. Wieso blubbert der jetzt? Ist der doof oder was? Oder weil hier die warme Flasche daneben haben wir steht. Und beobachte das mal. Da, gucke, die Blase drückt sich weg. Hä? Okay, und Spätzünder dann, wa? Was ist das denn? Da, wir. Ja, ich habe da ein bisschen nochmal Zucker dran gemacht. Damit die Hefe sich da nochmal ein bisschen anstrengt. Jo, jetzt blubbert er, was soll das? Mach mal auf, riech mal. Mach mal hier Lampe. Nein, nicht am Röhrchen, bitte. So, kippeln. Weil wenn du am Röhrchen machst, brichst du mir das Röhrchen ab. Riecht aber nach, Riecht das schon? Ja. Nach Met oder sowas riecht das? Ja, Hefe rieche ich da schon. Also ich kann da schon Hefe rausriechen. Jetzt mach doch bitte mal Licht an. Also es wird da. Ach, Licht geht da am Schalter. Ach. Ja. So, jetzt guck hier. Hüttensalami. Da sogar noch eine andere Hüttensalami. Obwohl, die sieht ansprechender aus. Salami. Cabanossi. Nochmal Cabanossi. Hier ist ein kleines Brot. Cabanossi, ja, die Wurst gehört als eigentlich da nicht rein. Und hier. Leberkäse, ja. Da hatte ich ja gesagt, da kann man was mitmachen. So, und der Speck ist jetzt einfach nur, dass man da noch ein bisschen. So, und dann habe ich zwei große, also ein kleines und ein großes Brot. So. Ja. So, das ist jetzt, weil ich jetzt so überfliegen kann. Ach ja, und hier noch das Stück Braten. Da können wir wieder so einen Gulasch machen, irgendwas. Ja. Mit dem Gemüse vielleicht hintereinander. Theoretisch haben wir. So. Wurst haben wir auch verschiedene Sorten. Die haben wir noch, wenn wir wollen, auch noch eine Blutwurst. Ja. Von Lachner. Die gute. Ja, also es ist genug. Ne? Also dürfen wir halt nur nicht liegen lassen, vergessen. So, hast du jetzt so ungefähr jetzt auch selbst mal einen Überblick.
Ja, richtig. Heißt, vielleicht braucht der Zitronenschnaps da einen bestimmten Zuckeranteil. Ja, es ist auch ein Problem. Ich weiß nicht, inwiefern Zitrone die Hefe zerstört. Ja. Ne, da kenne ich mich nicht aus. Ich habe nur mir einen Film angesehen, wo die da wo der das aber gemacht hat. Der arbeitet. Ja, am schönsten finde ich ja so wie hier, dass er so schön richtig stark anfängt zu perlen und dann hier alles so hochströmt. Aber arbeiten tut der. Ja. Nicht wenig, also das sind alle zwar nur alles kleine Blasen. Achso, natürlich. Ja. Im Notfall hätte ich hier Gouda. Könnte ich damit noch also vermischen. Also nicht so wie bei denen, dass da blub, 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 blub. Ja, der fängt jetzt gleich schon an. Der ist heute Abend, ist der am Arbeiten, ohne Ende. Oh, der wird hier... Der arbeitet auch gut. Also... Ja, wenn das so ist, dann ist das gut. Es kann sein, dass der schäumt durch den Saft, durch den Traumsaft oder sowas. Ja, sehr, das wird... Das sieht morgen wieder anders aus. Dann hat er richtig, dann gibt er Vollgas ohne Ende. So. Du hast mich angerufen. Was hast du angerufen? Die Kleine? Ja. Besetzt, dann ruft sie gerade wieder an. Oder Auto ist kaputt. Ja. Was? Das wäre ein Hammer, du. Dann würde ich aber ausflipsen. Ja. Wir wollen gerade den Schuppen. Ich wollte fragen, wie sieht das bei euch aus, wenn ich euch einsammle und wir noch nach T-Docs nach Oberhausen fahren? Jetzt gleich. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange haben die denn auf? Die haben bis 20 Uhr offen, ne? Richtig. Hier ist ganz schön mal los, ich bin Gaga. Heute ist wieder sehr viel los, ja. Ja, heute ist... Dann haben wir das eine weg. Dann lass uns jetzt erst nach Thomas Philipp rüberfahren, nach Dienstlaken, weil die haben bis 19 Uhr offen. Ja, unterwegs findest du keinen Thomas Philipps mehr? Keine Ahnung, aber in Dienstlaken haben wir, wissen wir auf jeden Fall. Und dann nach rüber nach T-Docs, dann haben wir nämlich das weg, was wir morgen eigentlich vorhaben. Weil dann können wir nämlich uns um Auto packen müssen kümmern. Ja, dann, ihr habt noch Luft. Ich bin jetzt eher Stadtmitte. Ich kann nicht über der Autobahn fahren, ich fahre durch die Stadt. Autobahn ist voll, oder was? Ja. Guck mal hier, siehst du das? Ich bin vorhin über der Autobahn gefahren. Ach so. Ja, siehst du das, wie, hier, wie kannst du das erkennen? Ja. Wie klar das da oben ist, und dann siehst du schon so eine Trübung. Das setzt sich so lange. Ja, Autobahn ist dunkelrot bis zur Auffahrt in der Kur. Richtig. Deswegen fahre ich du kannst auch mal meine Richtung auffahren. Meine Richtung der Ruhrort. Und das fährt darum, ja. Ja, ich frage mich jetzt gerade, ob ich jetzt. Ist das jetzt streng nötig, dass ich mit dabei bin, oder was? Ja, wegen Stoff. Wollte man doch gucken. Ja, Hase, ich habe doch eh kaum noch Kohle. Ich hab nicht mehr viel. Ich hab nicht mehr viel. Ich bezahle, schreit sie da wieder rein. Ja, aber, weißt du, ich hab auch nicht mehr so viel. Deswegen, ja. Weil ihm, wenn ich immer dabei bin, dann wird er so teuer. Wenn ich. Ja, eben. Warmen. Wenn du hier bist, fahren wir dann und wir kommen raus. Oh.
Ja. Ja. Weil momentan läuft alles auf meine Musik nur über mein Handy, weil ich muss in den Unterlagen erstmal mein Auto wieder finden. Ach, die Batterie. Kommt alles irgendwie bekannt vor. Ja, und dann läuft nichts mehr. Boah. Ja. Ja, der wird irgendwo drinnen stehen. Ja, ich hab dir die Unterlagen direkt für das Navi. Ja, wir haben mal gucken. Ja, heute ist aber richtig Rummelpuff. Also geh so lange raus, wenn du telefonierst. Ja, wir haben mal gleich gucken. Ja, gut. Dann sage ich mal bis gleich, weil wenn wir es heute weghaben, ist es morgen ein bisschen ruhiger. Ja, genau, das ist es. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ich schätze maximal eine halbe Stunde. Ja, 20 Minuten entfernt sagten wir 360. Ja. Okay, dann bis gleich. Jo, bis gleich. Tschüss. 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 So, reicht für heute. Leute, ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif, den Rest auch. Ja, was hier so actionmäßig los ist, das habt ihr jetzt mal wieder festgestellt, ne? Ja, so richtig, richtig Turbulenzen, ne? So wie auf dem wilden Meer. Jo, ich sag da mal, morgen habt ihr dann den Film von unserem Gemüseauflauf, ja. Und ja, ansonsten alles in Butter, ne? Ich wünsche euch was, haltet die Ohren steif, den Rest auch, Glück auf, gehabt euch wohl und bleibt mir gesund. Hier möchte noch einer Schuss sagen.